Ja, guten Morgen. Schön, dass wir zusammen sind heute zum Gottesdienst. Und ich fange gleich mit der steige gleich ein mit dem Thema Steig aus dem Boot aus. Tja, du sagst jetzt vielleicht, na, ich habe ja gar kein Boot oder ich bin nicht gerne in Booten. Aber ich kenne einen, der hatte ein Boot und von dem möchte ich jetzt erzählen. Die Geschichte steht in Matthäus 14, ab Vers 22, und ich möchte sie zuerst mal im Zusammenhang lesen, bevor ich dann näher drauf eingehe. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Schiff zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen hatte. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus. Er griff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Schiff waren, kamen und warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Was ging dem voraus? Jesus hatte gerade am Ufer des Sees Genezareth 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht. Die Jünger hatten also gerade am selben Tag noch ein Riesenwunder mit ihm erlebt. Da es schon Abend geworden war, schickte er die Jünger mit dem Boot voraus. Er selbst entließ noch die Menschen und ging dann auf einen Berg, um dort zu beten. Inzwischen geriet das Boot in Seenot. Jesus kam in der vierten Nachtwache auf dem See zu ihnen. Sie waren inzwischen schon weit gerudert, man sagt circa 5 Kilometer. Der See Genezareth ist etwas größer als unser Chiemsee. Er hat 21 Kilometer Länge im Ausmaß und 12 Kilometer Breite. Der Chiemsee ist 14 Kilometer lang und hat 9 Kilometer Breite. Und auch wie beim Chiemsee ist der See im Norden von Israel, in Galiläa, mit Bergen umgeben. Und das ist ja beim Chiemsee auch so. Und wir haben es mal erlebt, dass da auch eine Sturmwarnung war, als wir dort waren. Und innerhalb kurzer Zeit sind die Winde gekommen und die Boote mussten sofort ans Ufer. Sonst wären sie in Seenot geraten. Es ging also sehr schnell. Es sind gefährliche Fallwinde, wenn Berge einen See umgeben. Und dann war der Sturm schon da, ganz schnell. Wir haben das miterlebt und haben uns gewundert, ne, wie schnell das geht. Jetzt möchte ich mal unsere Aufmerksamkeit auf die Reaktion der Teilnehmer aus dieser Geschichte lenken. Erstmal, was taten die Jünger? Sie schrien vor Angst, weil sie dachten, er sei ein Gespenst. Offensichtlich erkannten sie Jesus nicht, beziehungsweise die Übernatürlichkeit erschreckte sie. Es ist doch erstaunlich, obwohl die Jünger gerade ein Riesenwunder, etwas Übernatürliches mit Jesus erlebt hatten, an dem sie sogar selbst beteiligt waren. Sie teilten ja das Brot selber aus, das sich dann immer vermehrte. Und obwohl sie wussten, dass Jesus ihnen gesagt hat, er kommt nach, erfassten sie nicht, dass es Jesus ist.
Auch waren sie ja schon einige Zeit mit Jesus unterwegs. Die Geschichte spielt in der Mitte dieses Evangeliums, wo Jesus schon viele Wunder in ihrer Gegenwart getan hat, wo er Dämonen ausgetrieben hat. Er hatte viele Menschen geheilt und er lehrte sie auch die ganze Zeit die Dinge vom Reich Gottes, der Übernatürlichkeit. Er hatte sie sogar selber ausgeschickt, alleine, um Tote aufzuwecken, Kranke zu heilen und Aussätzige zu reinigen. Das ist ja auch nicht gerade so leicht. Wie viele Tote habt ihr schon auferweckt? Ja, was tat Jesus? Zuerst beruhigt er sie und sagt, seid guten Mutes. Dann sagt er, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Interessant ist, dass Jesus sich mit Gottes Namen offenbart. Dieser Ausdruck, ich bin, der ich bin, den kennen wir von dem Anfang der Bibel, als Gott sich Mose offenbart hat, im Dornbusch. In einem brennenden Dornbusch in der Wüste hat Gott zu Mose gesprochen und Mose hat gefragt, wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin, der ich bin. Und im Griechischen ist es derselbe Ausdruck, Eo Eimi, ich bin's, Jesus. Und dadurch offenbart Jesus seine Göttlichkeit. Das heißt also, er sagt, schaut mal, ich bin Gott, ihr müsst doch keine Angst haben, ich habe doch alle Macht, ihr habt es ja gerade erlebt, dass ich Wunder tun kann. Warum habt ihr Angst in dem kleinen Boot, dass ich euch nicht helfen könnte? Aber sie hatten trotzdem Furcht, weil es einfach menschlich ist. Und sie hatten es aber noch nicht verinnerlicht. Daran merkt man das, es war noch nicht durchgedrungen, dass es Gott ist, dass es Gottes Sohn ist, dass Jesus alle Macht hat, obwohl sie sehr viele Sachen schon mit ihm erlebt hat. Und ich frage mich, geht uns das nicht auch so manchmal? Interessant ist die Reaktion auch von Jesus. Er kam in der vierten Nachtwache. Die Römer teilen die Nacht in vier Bereiche ein, in vier Teile. Und die vierte Nacht immer zu je 3 Stunden. Und die vierte Nachtwache ist zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Nun sind aber die Jünger schon am Abend weggefahren, als es dunkel wurde. Das heißt, sie waren schon mitten in der Nacht und Jesus ließ sich Zeit, obwohl er wusste, dass sie in Seenot geraten. Also ich vermute, dass er es wusste, weil er hat gebetet und er hat es gesehen ja auch von seinem Berg aus. Diese Situation erinnert noch an eine andere Situation, als Jesus schon mal mit den Jüngern im Boot war und ein Sturm kam. Und da hat er geschlafen, seelenruhig, während die Jünger um ihr Leben gekämpft haben. Und da hat er auch gesagt, ja, warum zweifelt ihr? Ne? Und hat den Sturm gestillt. Also das ist Jesus. Er ist gelassen, er kommt später. Warum, könnte man denken, er prüft die Jünger. Er hat ihnen schon viel, er ist ja ihr Lehrer, sie sind bei ihm in der Ausbildung. Er prüft sie. Was machen sie in dieser Situation? Er lässt sie drin. Er kommt zwar dann, aber er lässt sie mal eine Zeit lang drin und schaut, wie sie damit zurechtkommen. Das ist ja auch wichtig, um reif zu werden, um zu wachsen. Also es gibt Prüfungen. Jetzt kommt der Auftritt von Petrus. Ich lese mal vor. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff aus und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Also, Petrus wollte es wissen. Trotzdem er viel mit Jesus erlebt hatte, brauchte er noch eine persönliche Offenbarung von ihm. Er war noch nicht gewiss, ist es der? Deswegen sagt er, wenn du es bist, befiehl mir, dass ich kommen soll. Und er fordert von Jesus einen Beweis. Petrus ergreift hier die Initiative. Die anderen sind ruhig, sie
haben Angst weiterhin, machen aber nichts. Petrus ergreift die Initiative. Er kommuniziert direkt mit Jesus. Er zeigt auch wirklich Eigenschaften eines Leiters. Er ist initiativ, entscheidungsfreudig. Er geht das Risiko ein und steigt aus dem Boot. Er will es erleben am eigenen Leib. Er ist mutig auch. Er probiert aus, ob das Wort Jesus ihn wirklich trägt. Er bleibt nicht stehen bei einer angstvollen, ungelösten Situation. Er geht über seine Grenzen und er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was er schon weiß. Er will sicher sein und er sucht diese Sicherheit. Obwohl er ja auch schon wie in seinem eigenen Haus ein Wunder erlebt hat, Jesus hat mal seine Schwiegermutter geheilt vor seinen Augen. Aber es muss noch zu seiner eigenen Offenbarung werden. Doch dann passiert Folgendes. Petrus schaut auf die Wellen und den Sturm und er sinkt. Er schaut nicht mehr auf Jesus. Sein Glaube ist schwach. Er ist zu schwach und reicht nicht aus für diese Situation. Dann schreit er zu Jesus um Rettung und sogleich streckt Jesus seine Hand aus und zieht ihn wieder hoch. Dann tadelt er seinen Kleinglauben. Jesus geht dann zusammen mit Petrus in das Boot und der Sturm legt sich. Happy End. Die Jünger erkennen, es ist Gottes Sohn. Ja, was kann uns jetzt diese Geschichte zeigen, für uns heute? Erstmal, Jesus ist anders. Er trainiert uns, seine Jünger. Er kommt erst in der letzten Nachtwache. Er prüft unseren Glauben und lässt uns eigene Erfahrungen machen, damit wir reif werden und damit wir das Gelernte umsetzen können. Das, was wir schon von ihm wissen, das, was wir gelesen haben. Dann auf der anderen Seite ist er sofort da, wenn wir um Hilfe schreien, weil wir untergehen gerade. Er greift sofort ein. Für mich ist es eigentlich ein perfekter Lehrer und Mentor, der mich begleitet, mich schon an der langen Leine lässt, aber immer da ist, wenn ich ihn wirklich brauche, wenn alles schief geht, er ist da. Aber Jesus liebt es, wenn ich direkt mit ihm kommuniziere. Wenn ich rede mit ihm, wenn ich ihn anpacke, wenn ich was erwarte von ihm, wenn ich ihn, ja, wenn ich sage, mach was, Jesus. Für was kann jetzt das Boot stehen eigentlich? Ich interpretiere mal, dass das Boot so für meine natürliche Sicherheit steht, das Gewohnte, die materielle Absicherung, mein Wohlfühlbereich, da, wo ich mich zu Hause fühle und mich auskenne. Aber reicht es? Ich denke, dieses Beispiel zeigt, dass Jesus unsere Grenzen erweitern will. Raus aus dem Gewohnten, aus der Enge, dem Natürlichen, vielleicht auch aus den Ängsten, dem Kleinlichen, dem Unglauben. Aber er will nicht, dass wir einfach nur so ins Wasser springen, ins Ungewisse, in das Perspektivlose, sondern in die Nachfolge. Auf sein Wort hin, zu ihm hin, ins Übernatürliche. Jesus lässt uns nicht so, wie wir sind. Nicht, um uns zu ärgern, sondern um uns zu Jüngern zu machen, damit wir seine Nachfolger sind, damit wir das tun, was er getan hat. Und das ist herausfordernd. Er ruft uns rauszutreten aus dem Boot der eigenen Sicherheit und sich ihm anzuvertrauen in allem. Und in der Gewissheit, dass Widerstände kommen werden. Ein Beispiel von mir. Ich war ein Jahr auf der Bibelschule und hatte einen Autounfall auf der Autobahn, als wir in den Ferien wieder nach Niedersachsen fuhren. Und wir sind auf ein stehendes Auto aufgefahren, das auf der Autobahn einfach so stand, mit hoher Geschwindigkeit. Ich saß hinten im Auto und ich war nicht angeschnallt. Ich glaube, es gab noch keine Anschnallpflicht damals. Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls konnte ich mich nicht mehr bewegen. Ich wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geholt und es wurde ein Wirbelsäulenbruch diagnostiziert. Ich durfte mich nicht bewegen. Das Bett wurde dann so schief gestellt und ich war einfach bewegungslos. Später hat sich dann herausgestellt, dass nur die Rippen gebrochen waren, aber die Wirbelsäule heil war, Gott sei Dank.
In dieser Zeit wurde mir bewusst, dass das Leben sich ganz schnell ändern konnte. Und obwohl ich Jesus schon kannte und ja auch mich ausbilden ließ, hatte ich noch Vorbehalte. Und ich war noch nicht bereit, alles zu tun für Jesus. Aber Gott arbeitete an mir in dieser Zeit. Und ich fasste in dieser Zeit den Entschluss, alles zu machen, was Jesus von mir möchte. Auf ihn zu hören und ihm nachzufolgen. Später ist dann die Berufung gefolgt, anderen Menschen zu dienen in anderen Teilen der Welt, die es nicht so gut hatten wie wir. Das hat sich dann so entwickelt in dieser Zeit. Aber es war auch dieser Punkt, dieser Kairos, dieser göttliche Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt bin ich bereit, egal was Jesus von mir will. Petrus kannte Jesus schon, aber war er schon zu allem bereit, wozu Jesus ihn rief? Sind wir das? Zwei Kapitel später in diesem Matthäusevangelium beruft Jesus ihn als den Mann, als den Fels, auf dem er seine Gemeinde bauen will. Das ist eine hohe Berufung. Und in diesem Moment, in diesem göttlichen Moment, hat Petrus diese Gelegenheit ergriffen und er ist in die Prüfung hineingegangen. Er war schwach, das stimmt, aber, und später hat er ja auch Jesus verraten, aber Jesus, er ist einfach schwach geblieben auch, ne? Aber mit Gottes Hilfe, er hat diese Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Was können die Wellen symbolisieren? In der Nachfolge werden Widerstände kommen. Jesus zeigt in diesem Beispiel, dass er über den Umständen steht, dem Sturm, den hohen Wellen. Er lehrt Petrus, dass er diese Widerstände überwinden kann, wenn er seinen Blick auf ihn gerichtet lässt. Wir werden auch Widerstände, wir bekommen Widerstände, manche haben es vielleicht schon erlebt, hier in unserer Zivilisation, in unserer Gesellschaft werden wir eher etwas belächelt, wir werden verspottet, in anderen Regionen werden Menschen verfolgt um ihres Glaubenswillens. Es ist sehr unterschiedlich. Beziehungen gehen manchmal auseinander, weil wir unseren Glauben bekennen. Es gibt Dinge, die widerstehen dem. Petrus sinkt aber erst, als er seinen Blick von Jesus abwendet und auf die schlechten Umstände schaut. Das heißt, also wenn wir uns zu sehr mit den Umständen beschäftigen, dann zieht uns das runter, wie hier im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist gesunken. Wenn wir von Jesus wegsehen und in den Umständen verharren, so wie die Jünger zum Beispiel, die wie gelähmt waren, können wir entweder in Depression, Perspektivlosigkeit oder in Ängsten landen. Aber zusammen mit Jesus können wir die Widerstände überwinden. Und wenn der Glaube zu schwach ist, was ja meistens der Fall ist, dann ist er sogleich da, also sofort im nächsten Augenblick, drückt das Wort aus, wenn wir zu ihm schreien. Wichtig ist nur, dicht an ihm dran zu bleiben. Mein Fazit ist jetzt, Jesus ruft uns, aus dem Boot des alten Gewohnten auszusteigen. Und das kann bei jedem etwas anderes bedeuten. Vielleicht auszusteigen aus Ängsten. Vielleicht fühlst du dich unzulänglich. Sagst, keiner liebt mich. Vielleicht aus der Bequemlichkeit. Aus Festlegungen. Mit mir kann man doch nichts anfangen. Oder aus Stolz. Ich brauche nichts mehr. Ich habe ja alles, was ich brauche. Er möchte unsere Grenzen erweitern. Er lehrt uns nicht, in den Schwierigkeiten zu verharren, sondern auf ihn zu schauen. Wenn wir dann zu ihm schreien, ist er sogleich da und rettet uns. Er möchte, dass wir ganz nah an ihm dranbleiben. Und als letzte Frage, ist Jesus das wert? Ich denke ja. Ich bin überzeugt, wenn wir diesem Mann folgen, der uns ganz genau kennt bis ins Innerste und weiß, was wir wirklich brauchen und verkraften können, dann werden wir erleben,
dass das Wasser trägt und wenn wir sinken, dass die Hand Jesus da ist. Zum Schluss möchte ich noch ein Zeugnis erzählen von einem Mann, der aus einem Boot ausgestiegen ist, aus der heutigen Zeit. Sein Name ist Paul Potts. Paul Potts ist der Sohn eines Busfahrers und einer Supermarktverkäuferin in Bristol in England. Sein Traum war von klein auf Opernsänger zu werden. Weil er aber etwas dicklich war und ständig nur Opern anhörte, das ist ja nicht so angesagt, ne? Als Junge, wurde er gehänselt. Aber er tat alles, um sich weiterzubilden. Lernte sogar Italienisch, damit er die Opern besser aussprechen konnte, sang in Jugendchören mit und probierte auch immer wieder Auftritte, aber jedes Mal versagte er. Entweder ging die Stimme weg, es war einfach sein mangelndes Selbstbewusstsein. Das stand ihm immer im Weg. Einmal bekam er sogar einen Vertrag, aber dann hatte er ausgerechnet an dem Tag, wo er auftreten musste, einen Blinddarmdurchbruch. Und dann wurde auch noch bei der Behandlung ein Tumor in der Nebenniere bei ihm gefunden. Schließlich arbeitete er weiter als Handyverkäufer. Aber es ließ ihn nicht los, er war unglücklich. Durch Zufall erfuhr er von einer Talentshow, Britain's Got Talent, und meldete sich an. Sogar in der Show glaubte niemand an ihn, denn er hatte schlechte Zähne und er hatte so ein unsicheres Auftreten. Aber als er anfing zu singen, stockte den Zuschauern der Atem. Das hatten sie nicht erwartet. Was sollte so ein Handyverkäufer mit diesem unsicheren Auftreten schon bringen? Schließlich gewann Paul Potts diesen Wettbewerb 2007 und 13 Millionen Zuschauer waren völlig geplättet. Heute ist Paul Potts in der ganzen Welt unterwegs und er schaffte es sogar bis zur Queen, die ja jetzt schon verstorben ist. Wenn also ein Mensch, der aus dem Boot aussteigt, schon im Natürlichen solche Auswirkungen hat, wie viel dann erst, wenn wir den Schritt mit Jesus tun? Und jetzt möchte ich euch zum Schluss nicht den Auftritt von Paul Potts vorenthalten, als er das Casting gewann. Sein Leben ist übrigens verfilmt worden. In dem Film One Chance, eine einmalige Gelegenheit, ist sehr sehenswert und bewegend. Kann ich euch empfehlen.